Guten Morgen! Heute mal ein schon älteres Video, was ich bei mir auf der Platte gefunden habe, euch aber nicht vorenthalten möchte. Eine gute Nacht Gruselgeschichte, die ich für meinen Sohn aufgenommen habe. Also für alle Eltern, die keinen Bock haben, selber eine Geschichte zu erfinden, fühlt euch frei, diese Spontangeschichte euren Kindern zu präsentieren. Hans mit der Lanze. Geschichte heute. Hans, der die Lanze sah. Hans ging einen Waldweg entlang, nichts ahnend, kam plötzlich ein anderer Mensch, stellte sich ihm in den Weg und sagte: Hans, stopp, hier geht's nicht weiter. Hans sagte: Ja, ich meine, wer bist du? Bist du Polizist oder Förster oder warum soll ich hier nicht weitergehen? Der Waldweg ist ja offen und auch keine Gefahr erkennbar. Da sagt der Hans: Pass auf. Hans sagt: Wieso kennst du meinen Namen? Wir haben uns noch nie gesehen. Wieso weißt du, dass ich Hans bin? Der andere sagte: Hans, ich kenne dich. Ich kann dir nicht sagen, woher, aber ich kenne dich. Hans war ein bisschen verdutzt, aber auch ein bisschen genervt von dem Typen, der da so geheimnisvoll darum. Naja, und da dachte Hans: Ja, lass's nur, und ging weiter. Da holte der fremde Mensch eine Lanze hinter seinem Rücken hervor. Die war spitz. Hans bekam ein bisschen mit der Angst zu tun und fragte den anderen Menschen: Was ist jetzt mit der Lanze? Willst du mich überfallen? Oder der andere Mensch sagte: Hans, ich sag's dir nochmal, du kommst hier nicht vorbei. Du darfst auch hier nicht vorbei. In deinem eigenen Interesse. Hans war total genervt von diesem Typen. Er wollte einfach diesen scheiß Waldweg langlaufen. Aber er hatte eine Lanze. Und mit der Lanze kann man da schon Verletzungen hervorrufen. Hans sagte dann: Okay, fremder Mensch, wie heißt du eigentlich? Da sagte der fremde Mensch: Ich bin der Hans. Da dachte Hans: Jetzt wird das aber alles ein bisschen lächerlich. Warum kommt ein Hans, der mich kennt, dass ich Hans bin, und hat eine Lanze, und ach, das ist mir alles zu viel. Aber es gibt heutzutage ganz schön gefährliche Gestalten. Ja, dann hören wir mal lieber auf den. Ich würde zwar gerne den Grund wissen, aber naja. Hans blieb stehen und der andere Hans mit der Lanze war zufrieden, lächelte der Hans an und das war's. Er lächelte. So, Hans stand dann nur auf dem Waldweg, hat sich da gegenüber einem anderen Hans da zurechtweisen lassen, aber wusste nicht genau warum. Und entsprechend wusste jetzt gar nicht mehr, die Situation anzufangen. Blieb stehen, wartete. Der andere Hans lächelte. Irgendwann wurde der Hans dann ein bisschen ungeduldig und hat dann gesagt: So, jetzt habe ich hier gewartet und jetzt musst du mir aber auch dann irgendwann sagen, wann ich hier wieder weitergehen kann. Und da sagte der Hans mit der Lanze: Hans, denk an deine Kindheit. Und Hans dachte an seine Kindheit, nachdem er dachte, der andere Hans scheint einen Sprung in der Schüssel zu haben, wusste nicht, was nun in der Kindheit war. Und sagte dem anderen Hans das: Was ist mit Kindheit? Was war da? Der andere Hans: Hans, denk an deine Kindheit, an das Feld voller Goldruten. Hans dachte nach: Feld voller Goldruten. Er kannte ein Feld voller Goldruten. Da hat er früher als Kind gespielt. Und er wusste auch, dass da einiges passiert ist. Und dann kam ihm der Gedanke:
der Gedanke, der ihn alles verbinden ließ. Diese Situation mit der damaligen Zeit. Denn Hans hatte im Goldrutenfeld eine alte Lanze gefunden. Und die Kinder, mit denen er gespielt hat, wollten diese Lanze haben. Aber Hans gab sie keinem. Und Hans wurde aggressiv, wo die anderen Kinder unbedingt seine Lanze haben wollten. Und verletzte einen dieser Kinder mit der Lanze. Das war der Steven. Und Hans sagte jetzt dem anderen Hans, redest du, damals habe ich auch eine Lanze gefunden und habe aber den anderen verletzt. Ich weiß aber immer noch nicht, was das damit zu tun hat, aber es scheint einen Sinn zu ergeben. Zumindest weiß ich, dass du mich kennst. Und warum kann ich jetzt nicht weiter? Erklär es mir. Der andere Hans sagt aber gar nichts. Er sagte nur, denk nach. Und Hans überlegte weiter, was könnte es denn gewesen sein, was es damit auf sich hat. Er wusste, er hat Steven verletzt. Und er wusste, dass Steven ins Krankenhaus musste. Aber was hat das alles mit dieser Situation hier zu tun? Und auf einmal dachte er daran, wie die Mutter von Steve, nachdem er ihren Sohn verletzt hat, zu Hans gekommen ist und ihn gefragt hat, warum er das getan hat. Und Hans darauf erwiderte, dass der Steven ihn zuerst angegriffen hatte. Und das war eine Lüge. Sie wollten zwar alle seine Lanze haben, aber keiner hat ihn angegriffen. Hans hat zuerst angegriffen und Hans hat Steven verletzt, ohne dass Steven Hans angegriffen hatte. Seine Mutter hat aber belogen. Die Mutter daraufhin, das erfuhr Hans zwei Wochen später, hat ihren Sohn Steven zur Adoption freigegeben, weil sie ihr Kind erzogen hatte, dass er nie ein anderes Kind angreift. Und Hans hatte ihrer Mutter, hat der Mutter gesagt, dass Steven ihm angegriffen hat. Und das konnte die Mutter nicht ertragen, weil sie der Meinung war, mein Kind greift niemand an. Und dadurch kam Steven ins Heim. Und nun wurde dem Hans schlagartig klar, wer dieser Hans ist. Das war nicht Hans. Das war kein Hans. Das war Steven. Steven stand vor ihm. Und Hans sagte Steven, Steven, du bist es. Und Steven sagte, ja, ich bin's. Und weißt du, was ich jetzt mit dieser Lanze vorhabe? Und Hans ran wie noch nie in seinem Leben zurück und Steven hinterher mit seiner Lanze und er kam immer näher, immer näher, immer näher. Und dann holte Steven aus mit der Lanze. Hans drehte sich um, spürte, wie die Lanze immer näher an sein Auge kam. Und dann wachte er auf und das war alles nur ein Traum. Das war die Geschichte vom Hans mit der Lanze.